Guten Tag, guten Tag. Das ist ganz schön lang, was? Alter Schwede, sind die anderen schon alle weg? Ja, die stehen doch schon da oben auf der Autobahn. Dann müssen wir die gleich alle überholen, wa? Das kann passieren, aber die fahren damit den Dinger schneller als wir. Alter, guck dir das an. Da kommt gleich noch einer. Einer steht noch hinten. Augenblick. Morgen. Frank hat euch schon dieses blöde Windradblatt gezeigt. Er ist wirklich urig lang. Unglaublich. Also hier stehen fast nur Schrankwände rum. Ehrlich. Unglaublich. Schrankwände nenne ich immer diese alten Dinger, diese kastigen Dinger, diese... Ja, da kommt jetzt. Warte mal. Ja, hier, da kommt einer. Das ist eine Schrankwand zum Beispiel. Ja, der hat einen CW, Ich bin ein ganzer Kerl. Doof. Wer ein ganzer Mann. Du bist gar nicht. Alter, ey. Also, zu 80% sind solche Autos hier. In dieser Gegend. Ganz, ganz viel mit Livestock. Ja. Okay, jetzt muss ich erstmal hier mich fertig machen und alles. Musst du, ja? Ja. So, bis später. Das ist interessant. Das ist ja sehr interessant. 13 Stunden waren wir hier, neben sehr gut. 13 Stunden? Pause, ja. Wir haben bis um 8 Uhr geschlafen heute. Ja, das war oh. Aber wir können uns das heute leisten. Wir brauchen heute bloß 750 Kilometer fahren oder so. Ja, muss auch mal sein. Ja, heute ist irgendwie gar nichts passiert. Nur schnurstracks immer geradeaus. Hier bis Richtung, bis St. Joseph, bis Richtung. Hier sind wir jetzt beim Loves tanken. Hier ist die billigste Tankstelle heute. Und ja, jetzt haben wir noch 130 Kilometer oder so bis zum Feierabend. Und dann gibt's Rouladen. Ja. Werde ich mich sicherlich noch mal melden. Jedenfalls der Tag war hier für euch heute sehr kurz.
Guten Morgen. Ich habe gestern gar nicht Tschüss gesagt. Oh. Tut mir leid. Aber ich war gestern so ein bisschen von der Rolle und weiß ich nicht. Habe ich einfach nicht mehr dran gedacht, nochmal die Kamera anzumachen. Hier stehen wir in Missouri. Oak Grove. Jetzt haben wir noch, weiß ich nicht, 100 Kilometer oder so zum Kunden. Der ist natürlich auch dabei. Ich hab nicht Tschüss gesagt. Er muss ja am Lenkrad drehen. Ja. Nee, der hat auch nicht Tschüss gesagt. Oh ja. Gut. Jetzt geht's mal los. Oh. Ich bin noch hundemüde. Die sind alle schon am Tanken. Der Kollege hier neben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich hole das mal ein bisschen ran. Ja, ihr könnt das rote Wasser da auf der Erde sehen. Rotes Wasser ist gut. Das ist coolend. Das verliert er da aus Kübeln. Ja, hat aber das Auto zu laufen. Sitzt da drinnen auf seiner Bank mit einer dicken Winterjacke und Mütze auf. Und hat das Auto tatsächlich angemacht, obwohl das Coolant da unten ist. Der Frank klopfen gegangen und sagt, du verlierst Coolant. Da sagt er, I know. Okay. You have 7 hours and okay. Remaining drive time. Ja, das sind halt Amis. Die alten Autos, die machen alles auch ohne Coolant. Tja. Ja, die glauben das schon, sonst würde er das Auto nicht anmachen. Alter. Ihr glaubt gar nicht, wie pingelig Frank in solchen Sachen ist. Wenn da nur 1 Zentimeter fehlt im Coolant-Behälter, dann fährt der keinen Meter mehr weiter. Alter Schwede. Tja, ich sag doch, das sind die Amis. Und das Auto jodelt vor sich hin hier und jodelt und jodelt. Ja, irgendwann geht's von alleine aus, jodelt alles. Jo, irgendwann geht's von alleine aus. Aber da kannst du ihm das ruhig sagen, er sagt, I know. Na gut, alles klar. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier sind. Das ist der 13. Das wird schon mal. Ja, gut, alles klar. Bis später. Was macht er denn jetzt? Sie sind da anstrengend. Die
Jetzt lässt er dich vor, wetten wir? Oh Mann. Tja, mal gucken, was er jetzt so veranstaltet. Ich habe keine Ahnung, was der da macht. Der hat doch eben schon fast da drinnen gestanden. Was jetzt? Soll ich 100 Jahre warten oder was? Willst du jetzt da rein, in die Lücke? Jetzt hier zwischen, sie können doch hier erscheint oder so, wenn der wegkommt oder der Mast auf. Verstehe ich aber nicht, dass du da nicht gerade gezogen hast. Ja, habe ich ja versucht, aber ich war zu dicht an den Trainern dran. Ich musste einfach zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, irgendwann wird er da auch reinkommen. Der Kamera sieht man das gar nicht so, wie neblig das wirklich ist. Ja, ja, es ist ganz komisch, ist das. Also es ist richtig dolle neblig. Und die fahren hier, vor allen Dingen die Trucks, ne? Die fahren an einem vorbei. Mit Ach und Krach und unglaublich. Unglaublich. Ja, unsere Bleibe für die nächsten zwei Nächte hier. Ja, nichts Besonderes. Alles drin, was man braucht. Toilette, Waschbecken, Badewanne, Dusche. Ne? Bügeln brauche ich nicht. Safe, ganz wichtig. Kühlschrank, Mikrowelle, TV, Schreibtisch, Kaffeemaschine. Eigentlich braucht man das alles gar nicht. So, ich habe erstmal das Fenster aufgemacht, ein bisschen lüften. Das muss man leider überall. Ja. Natürlich wieder sehr, sehr gut. Wir haben den Truck gleich vor der Tür. Das ist natürlich immer eine tolle Sache, dass man gucken kann. Und hier muss ich jetzt mal auf Automatik stellen. Feed ist. Ja, alles gut. So, ich verabschiede mich auch gleich für heute. Morgen Reset, Sonntag geht's weiter. Bis denn. Ciao, ciao. Dachte ich, wie das ihm das gefällt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer ist denn da? Hau ab. Wer ist denn da? Hau ab. Mann, du hast mal geschopst. Ja. Nimmst du ihn jetzt mit? Nee. Mein Bett ist ein bisschen gemacht. Wollt ihr Frank sein sehen? Da. Oh, das sieht aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hat.
Das ist in use, you know. Das ist in use. Hm? Wollt ihr mal sehen, wie dumm einige Menschen sind? Dazu sagt, da fällt mir überhaupt gar nichts ein. Unser Truck, ja? Da ist, haben sie hinter uns so 2-3 Parkplätze freigelassen. Und jetzt guckt mal da vorne. Wie dumm muss man sein, wenn man sich so dicht an einen Truck ranstellt, obwohl 1000 Parkplätze hier frei sind. Wie dumm muss man sein? Sorry, also, das ist mir echt zu hoch. Aber gut. Jetzt gehen wir mal gucken, was das tolle Frühstück hier so hergibt. Wahrscheinlich gar nichts. Aber ist nicht so schlimm, dann werden wir uns irgendwas anderes suchen. Fertig. Oh. Hast du guten Morgen gesagt? Ja, ich hab gesagt, wer ist denn da? Ja, ach, das ist guten Morgen. Ja, das gilt dafür. Das gilt dafür. Mhm. Können wir jetzt gehen. Okay. Bis später. So, wie ihr seht, Frankie ist am Inspection machen, wollte ich gerade sagen. Nein, gucken, ob alles in Ordnung ist. Er wird absatteln und wir werden Bobtail einkaufen gehen, erfahren. Und zur Post müssen wir. Und ja, mal gucken, was der Tag hier noch so bringt. Auf jeden Fall gehen wir heute wieder mexikanisch essen. Hier ist im Hotel, beziehungsweise vorne am Hotel, ein mexikanisches Restaurant. Ja, sieht sehr gut aus, so was so da gezeigt wird von draußen. Wir werden sehen. Wir werden es testen. Ja, man macht sogar die Sicherung ran, dass den Trailer keiner aufnehmen kann. Ja, prima. Jetzt kommt er mich holen. Okay. Und da ist er schon. Willst du mich jetzt holen? Komm. Nee, ich wollte dir nur sagen, dass ich gleich wiederkomme. Ich fahre nur schnell zum Postoffice und zur Walmart. Kannst du aber vergessen. Das kannst du aber wohl vergessen. Wieso? Tja. Du willst alleine fahren, ja? Okay, hier ist ein Schlüssel. Du, ich kann das. Ja, ja, das glaube ich. Guckt euch an, da. Bitte schön. Das. Blöd. So, okay, dann geht's mal los. Ey! Ey! Bist du satt? Natürlich. Was gab's denn? Ich weiß nicht. Hat irgendwie was mit Fleisch. Na was denn? Weiß ich nicht mehr. Frank? Hab ich vergessen. Du lügst. Ich liege nicht, ich stehe. Du lügst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Der guckt. Ich guck das gar nicht. Big Bang Theory. Mach das gut. Mexikanisch. War lecker. Und jetzt ist Feierabend. Nichts zu berichten von dem Reset. Nur relaxed und nur auf dem Bett gelegen und nur geschlafen und nur Ruhe. Ja. Tschüss. Bye, bye, bye. Ciao. Man kann doch. Guten Morgen, Leute. Wie ihr seht, Tüten, Taschen, das habe ich schon wieder eingeräumt alles. Noch mehr Tüten. Ja, wir sind wieder am Einziehen im Truck. Es geht wieder weiter heute. Von hier aus geht es jetzt nach Edmonton, Alberta, Kanada. Puh. Frankie ist irgendwie, ja, der ist wieder reingegangen, hat eben noch die Sattelplatte Schmiere drauf gemacht. Und ja, jetzt ist er noch mal rein, seine Sachen da zusammenräumen und ich mache jetzt hier mal weiter.
Guten Morgen. Oh, guckt euch das an. Oh, es geht nicht anders, ehrlich. Boah, ist schweinekalt da draußen. Oh, ich habe hier noch die Scheibe gemacht. Franki macht da vorne noch die Lichter. Ein Wind. Unglaublich. Bin gespannt, wann der da vorne mal wegfährt. Ich glaube, wir müssen hier rückwärts raus. Das ist immer unglaublich, wie lange die da drinnen verbringen und die anderen warten lassen. So. Ja, jetzt habe ich eine vernünftige Mütze. Die andere war mir zu groß. Die ist wie ein Elefantenkopf. Da passt sie. Geht so auseinander, ist unglaublich. So, jetzt habe ich mir eine andere geholt. Für umsonst. So. Ihr müsst wissen, hier gibt es ja diese Rewards-Karte und immer wenn Franki tankt und auch wenn wir uns irgendwas kaufen, kriegen wir Punkte für. Und wir haben jetzt hier ganz viele und alles und unseren Kaffee und Refills und alles, was wir hier immer kaufen, Sprite oder Wasser oder ja, was auch immer, kriegen wir dann immer umsonst. Und jetzt auch diese Mütze. Und Frank hat sich Kaffee geholt. Jo. Brauchen wir immer nichts für bezahlen, den ganzen Monat über. Das ist immer sehr, sehr gut. Ja. So, ich hoffe, dass der Franki jetzt bald mal langsam fährt. Der sieht so schön da draußen aus. Blauer Himmel, Sonne strahlt. Guckt euch das an. Auch schweinekalt. Also, wir haben noch Plusgrade hier. Es wird richtig kalt morgen, übermorgen. Haben wir, also jetzt im Moment, da sind da minus 9, wo wir hin müssen. Aber der Wind. Es ist einfach nur der Wind. Da ist er. Siehst du, Jacke geht, aber der Wind an den Ohren, an den Haaren, am Kopf ist widerlich. Ja. Wo hast du deinen Kaffee? Hast du schon drin? Okay. Guckt mal, ich habe die Deutschlandfahne weg. Weil ich muss die waschen und da, wo ich sie immer festmache, oben mit den Sicherheitsnadeln, sind schon so viele Löcher drin und so. Ich muss mal gucken, ob ich mal irgendwie eine neue Deutschlandfahne kriege. So, jetzt müssen wir hier rückwärts raus, oder? Oder steht einer hinter uns? Oh Mann, okay. Das war's erstmal wieder. Ich werde auf jeden Fall als erstes, wenn ich da bin, Filme schneiden, 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 schneiden. Ich habe jetzt noch 3 Stück im Vorlauf jetzt. Wartet mal wo. In Fargo. Beim Loves wie immer. Jetzt haben wir noch
155 Kilometer vor uns bis nach Jamestown. Ist genau die gleiche Strecke wie beim letzten Mal. Aber hier machen wir immer die Tanks voll. Wirklich voll. Und ja. Was hat der denn da drauf? Achso. So, Leute, wir sind angekommen. Der Frank parkt gerade ein. Wir haben recht weit vorne einen Parkplatz gekriegt. In dem kleinen Spiegel da unten, da sehe ich immer kaum was. Das ist komisch, das Ding. Oh. Wie gesagt, wir sind hier wieder in Jamestown. So. Gut. Der hier eidelt. Ja. Der rechte. Das ist noch Friedleiter noch nicht. Das ist da. Ob die eidelt. So, ich sag mal tschüss. So eidelt er, jo. Tschüss. You have 0 hours and 53 minutes of drive time. Sorry, ich hab zu tun. Ja, er spielt da wieder rum. Ja, ich spiel hier ein bisschen rum, ey. Mit dem kranken Apparat hier. Sein E-Log. Okay. Bis morgen. Au. Oh, mein Hals hat geknackt. Der Hals hat geknackt? Ja. Oh, mein Genick. Tschüss.